Hallo, herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. So, mit dem Gavil. Gavil? Heißt der Gavil? 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 Galif. Galif müssen wir reden. Gucken wir mal. Hier unten waren wir auch noch nicht. Ach, natürlich tat das weh. Trottel. Wappenbrück. Wollen wir speichern? Da ist noch ein Händler. Oh, der ist nämlich uninteressant. Ich habe mich ja erst aufgefüllt. Schön, dass hier alle Spalier stehen für mich. So, Kollege. Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen, auf das Land meines Exils zu starren und mir leid zu tun. Oh Gott. Doch du bist nicht aus Sonnenfall. Könnte interessant sein. Ich komme aus der Zeltstadt dort. Ein Mädchen ist krank. Ihr Bruder hat mir von dir... Die Antwort ist nein. Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig. Und schon gar keine Zeit. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht. Verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das Wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen können. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Ich glaube, uns trennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Eieiei, was für ein Arzt. Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkaja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch, es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung, aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen. Ich merke schon. Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt, machen wir einen Deal. Meine Wohltätigkeit... für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen, nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du es tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Ja. Finde den Eingang zum Teil da oben. Ich muss echt den Donnerkiefer da kaputt machen. Nein, jetzt echt. Na toll. Okay. Muss ich schon wieder den Donnerkiefer bekämpfen. Eigentlich war das nicht mehr mein Plan. Nein, nein. Muss ich hier irgendwo hoch? Weiß ich nicht. Ja, war klar. Das ist tatsächlich den Weg hoch, den ich runtergekommen bin. Und dann da hinten hinmarschieren. Ich kehre noch nicht zurück. Quests gebe ich später ab. Sie wird sowieso in Trauer versinken und wird nie wieder Freude empfinden. Block. Liebe ist doch was Schönes. Junge Liebe meistens nur dumm. Nicht immer. Aber allzu oft. Die erste Liebe ist selten die letzte. Ist das ein Behemoth? Nein, das ist Trampler. Wildschwein!
und Hase. Wildschwein und Hase. Der Hase ist mitkommen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Jo. Ihr wollt gar nicht gegen mich antreten. Langbeine. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Schießen aber nicht auf mich. Ich wollte euch mal lieber um die Langbeine. Beinwurzel. Karte, mein Freund. Auch das Feuerchen hier. Also ein Donnerkiefer ist nicht mehr so eben kaputt zu kriegen. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Meinst du? Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Das ist aber ein gutes Gebiet, um die Geheim zu kämpfen, glaube ich. Ein ist er. Ich muss den Sturm überstehen. Ich hab natürlich nicht im Schwanz erwischt. Ich möchte bitte einmal kurz hier hoch. Dann kannst du mir nicht viel tun, denke ich. Das sind nicht umsonst eine der gefährlichsten Maschinen. Die sind eigentlich nicht so wirklich problematisch mehr für mich, aber ein bisschen ja daneben, doch. Ah nö, jetzt hat er mich erwischt. Also ich verstehe nicht, warum sie die Pflanzen instant fressen kann, während sie noch liegt, um sich zu heilen. Aber für die Tränke muss ich einen kurzen Moment stillstehen, darf keine andere Taste drücken und dann nimmt sie sich genüsslich den Trank. Das verstehe ich nicht so ganz, das macht nicht wirklich Sinn. Aber okay. Der Schwanz muss ab, der Schwanz ist wichtig, dass ich den abkriege. Machen wir uns einmal voll hier. Können wir nochmal kurz speichern, dann haben wir das erledigt. Ups. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Tust du. Schon wieder.
Ich glaub's ja wohl nicht. Ja, nee, ist klar. Habe ich die Kanone auch ab? Trotzdem brauche ich. Wenn ich dich vernünftig besiegen will. Echt jetzt? Das finde ich unschön. Wo ist er? Dieses Ding ist nicht gefährlich. Der ganze Ninja hat dann nämlich seine Kanone verloren. Perfekt. Ich weiß nicht genau, welches Bauteil das ist, was ich da brauche für. Mal kurz aber gucken. Herstellen, Munition. Kriegsbogen? Nee. Na, komm, machen wir einmal hier das ganze Ding weg. Fingerladung, aha. Warte mal, Reichsschwere gerade. Sein Dürrgürtel, der alles ablöst, was er berührt, nützlich, um Rüstung und Bauteile von Maschinen zu entfernen. Nee, hier, komm. Munition ist schon gut. Die kann ich mit irgendetwas abwerfen, okay. So, Zersprengerpfeile brauche ich. Achso, ist Inventar. Herstellen, Munition. Scharfsbogen. Zersprengerpfeile braucht Echohülsen. Okay, von wem? Von was kriege ich denn wieder Echohülsen? Ich habe eine
Inventar voll. Modifikation, dann zerlegen wir mal die Grünen wieder. Wie ja schon gesagt, habe ich zwischen den Folgen mal eben ein bisschen meine Modifikation bearbeitet. Effektiv hat sich nicht viel dabei getan, weil ich nicht viel bessere bekommen habe, als ich schon hatte. Ich glaube, ein oder zwei habe ich ausgetauscht, effektiv, aber war jetzt nicht wirklich überragend. Die Feuermodifikation könnte vielleicht für unseren Bogen noch wieder interessant sein, aber naja. Natürlich blöd jetzt, dass ich keine Echo-Hülsen mehr habe. Und dann müssen wir jetzt aber kurz, möchte ich mal ganz kurz wissen, mit welcher Waffe ich denn bitte schon zur Sprengerladung abschießen kann. Ach, zur Sprenger! Ich finde den ja. Wir müssen Rüstung von Maschinen haben, ohne dass präzises Zielen notwendig ist. Ich kann. Doch, da, Tutorial. Entferne Maschinenbauteile mit dem Zersprenger. Na toll. Aber reichlich spät, hä? Kühlsaft brauche ich nicht. So, jetzt muss ich vorhin zurück. Nicht dahin. Das ist hier die. Dahin. Ja, ist okay, machen wir so. Wir geben jetzt mal Quests ab. Wobei hier ist noch mit Ehrend. Da soll ich damit irgendwie treffen. Geht zur Weggabelung. Die Reichen berauben. Ah ja, wegen dem Typen. Hier ist ansonsten ist eben das Angebot. Ja, machen wir erstmal noch die Quest, bevor wir den Quests abgeben. Wenn wir eh schon mal reisen müssen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich einen Sprenger bekommen habe. Ich weiß gar nicht wann. Aber die Erfahrung, die wir für die Tutorial-Mission kriegen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hätte vorher gewusst, ich meine, ich habe jetzt wie viel Abzeug habe ich dem Donnerkiefer da gerade abgeballert mit den Pfeilen? Schon einfach den Zersprenger dann zu verwenden. Naja, ist egal. Der tut im Zweifel sein Gleiches. Und vielleicht brauche ich für die Zersprenger-Munition keine Echo-Hülsen. Von denen ich, wie gesagt, nicht weiß, wie ich sie bekomme. Aber muss ich mal gucken beim Einkaufen beim nächsten Händler. So, und dann würde ich ganz gerne eigentlich eine Energiezelle brauche ich, glaube ich, noch. Da habe ich vergessen zu googeln, wo ich die kriege. Nun, Jungs. So, ich soll hinter mich. Nein. Oh Mann. Habe ich denn? Ja, sie ignoriere ich bitte, danke. Der Dämmerberg. Jetzt muss ich die Stelle finden, die zu schwer zu erreichen ist. Falls ich irgendwas von dem Glauben schenken kann, was Vernunft gesagt hat. Einfach um eure Sachen. Genau, lass mich hier mal kraxeln. Warte mal, hier bin ich ja schon mal gekraxelt. Das bringt mir ja überhaupt gar nichts hier. Wer hätte das gedacht? Und Lea. Speermädchen! Na klar. Du bist da! Am perfekten Ort für einen Hinterhalt. Ja.
Jetzt leg den prachtvollen Speer ab und wir lassen dich leben. Habe ich so nicht anders erwartet. Du hast doch schon von mir gehört. Du weißt, wozu ich fähig bin. Warum sollte das hier gut für dich ausgehen? Warum denn nicht? Schnappt sie! Reine Zeitverschwendung. Ziel anvisiert. Hey. Das war der letzte. Aber Vernunft ist geflohen. Direkt zu den Meridian Docks. Sehr gut. Hat sich dann auch erledigt. Dann reisen wir jetzt. Jetzt mal kurz einmal gucken. Hauptquest. Erend und Olin sind beides offene Hauptquests. Ehre die Gefallenen. Kehre zurück. Gehe zur Weggabelung, kehre zurück, erkunde den Schnitt, wir setzen mal eigentlich den Schnitt im Bando-Gebiet nördlich des Grabports. Okay, wir gehen erstmal da ein. So. Dann können wir noch die Quest, dann können wir noch die am Grabpost, müsste passen, zeitlich als gut Grabport machen. Und dann können wir alle einmal abgeben. Hoffentlich in vernünftiger Reihenfolge. Und Fernund wird von uns gehörig ein auf den Deckel kriegen. So, mein Plan. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Mhm. Hey. Untersuche das Lager. Ah, muss ja auch schon die richtige Taste drücken hier. Ist jetzt erstmal nicht viel zu sehen. Ah, das ist gar nicht was Interessantes. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also, mal sehen, wo sie hinführen. Gucken wir mal. Nicht weit vom Rotkampass. Ich sollte mich mit Erin treffen. Nee, jetzt geht das nicht. Du bist gerade auf anderer Mission. Maschinenbauteile, Best, Tutorials, dass man die extra anlegen muss, ne? Dann einfach auf die harte Tour.
Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ich bin getroffen! Ich werde es überleben. Nein. Niemand verschwindet einfach so spurlos. Der hat gesessen. Nur ein bisschen Blut. Nur ein bisschen Blut. Das hat ich bin getroffen. Ach, da standen noch welche neben mir, die habe ich gar nicht gesehen. War ein bisschen dumm. Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ich will eigentlich ein paar Tränke von euch haben, Mädels. So gut könnte ich nicht mit dem Rassler oder ähnlichem irgendwas töten hier. Wie Rust zu sagen pflegte, Geduld. Gucken wir mal. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Bist du bezahlt? Oh. Oh. Ich werde nicht sterben. Doch, effektiv ist eigentlich mein Plan, dass genau das passiert. Bei der Sonne. Und damit dann was? Das ist aber fies. Okay. Also schwere Maschinerie. Die macht ordentlich Schaden. Das ist nicht schön. Wir haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der... Wer hat gesessen? Das tat. Ich hasse diesen...
werde ich mich nicht erholen. Na los, ihr Feiglinge, wehrt euch! Ich hatte ja eigentlich einfach lassen, dass die Tränke so aufgeteilt werden. Das ist keine Warnung. Ich erwisch nur eine Fleischwunde. Fleischwunde. Das hat gesessen. Verdammt, ich bin getroffen. Schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Warum sagst du mir jetzt, wo es lang geht? Fängst du dich jetzt auch ab, ja? Ich hab sie doch eigentlich nicht mehr Latten am Zaun, gefühlt mir. Ja, dann lass mal mit dir reden, Kollege. Kindief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein, ich hab sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. So, auch erledigt. Gut. Dann haben wir das jetzt. Rückkehr, Rückkehr, Rückkehr. Ehrend, das Jagdgebiet ist erledigt. So, wo? Nur wo? Nur. Rede mit dem Video des Jagdgebiets, nee. Irgendwo war doch jetzt noch eine Quest. Das ist Abgabe, das ist Olin, das ist Ehrend. So, kehre zurück, kehre zurück, kehre zurück. Was da? Wo ist das? Achso, ist die eisige Wildnis. Nee, die wollen wir jetzt gar nicht. Das ist ja dann, das ist ja blöd. Begib dich zum einwellenden Fels. Da, einsamer Fels. Karte. Achso, das ist da. Kein Lagerfeuer im Weg. Muss ich ja tatsächlich mal wieder laufen. Okay. Machen wir das doch. So, unterwegs vielleicht noch die, Maschinenteil abspringen. Trotzdem kannst du das ruhig markiert lassen. Also es geht nicht darum, dass ich 15 Teile entferne, sondern dass ich 15 Mal Teile entferne. Also eher für mich von Nachteil, wenn ich viele Teile auf einen Schlag entferne, weil ich dann die nächste Maschine dafür suchen muss. Bin ich nicht so ganz glücklich mit. Ich hab einen von uns beiden.
Das heißt, das Ding funktioniert erstaunlich gut. Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut das Teil funktioniert. Ein paar Echolösen, okay. Das heißt, mit den Schüssen, die ich habe, muss ich aushalten. 8 Mal muss ich das noch machen. Ist aber eine nette Sache. Also, dass die so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Jetzt runter. Also eigentlich nicht schon. Noch 4 Mal. Einmal. Eieiei. Kommt man da rüber. Wo bin ich hier? Alle mehr. Na toll. So, erledigt. So, neben die Tochter. Jetzt an ein paar Feuerchen vorbei. Eieiei, was habe ich denn hier losgetreten? Asi! Ach, brav, danke. Bitte halte doch mal kurz an. Nora, wir müssen reden. Was? Ich werde nie wieder schlecht von den Nora reden. Vielen Dank. Ja, gut. Deswegen musste ich es anhalten. Darüber muss ich gut. Was muss der einsame Fels sein? Als das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Sieht wie ein gewöhnlicher Außenposten aus. Ich sollte mich umsehen. Mir ist langweilig. Langweilig vor lang. Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs.
Wickelt sie ein und bindet sie fest. Ein Angriff! Ich werde sie überleben. Meine Fleischwunde. Ich werde sie überleben. Ihr sterbt wieder sehen, so. Was seid hier draußen versteckt. So viel dazu. Also ist er doch nicht so unschuldig, wie er behauptet. Ah, ein Trank. Ja, untersucht den mal. Nur Ketten. Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Oh, gut, und jetzt? Folge den Wagenspuren. Oh, okay, also raus. Jojo. Lagerfeuer. Weiter geht's. Noch ein Lager. Nicht ganz mein Wunsch, aber okay. Zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakoa dort. Ja, vermutlich werde ich da kämpfen müssen. Nicht mal dran. Said sagt Hände weg, sonst bringt sie auf der Auktion nichts mehr. Der Boss. Das war gut, als wäre Nakoa hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Ich bin getroffen. Nur ein bisschen. Nachlassen. Hey, Kollege. Aber treffen würde, wäre das viel effektiver. Aus der Schusslinie. Ich hab ja schon gehört, dass sie irgendwie gebrüllt hat. Oh. Hast du mich verkackeiern? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. Gut, dafür muss der Typ dann büßen. Also wieder zurück zum Kater vor. Okay. Komme vom Gelände. Da sollte ja keiner mehr übrig sein, der an sich... sich uns in den Weg stellt. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen. Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch und eure Männer. Sie kommt uns holen. Ja.
einfach verschwunden sein. Sehr gut. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. Gut. Sobald die anderen bereit sind, gehen wir nach Meridian. Gut. Vielen Dank noch. Ich will den dadurch suchen, nicht mit dir reden. Teilscherm, wow. So, jetzt haben wir alle Quests soweit durch. Ich muss einmal kurz was in den Quests nachschauen. Das müsste ein Hauptauftrag gewesen sein. Genau, das Leib, der Leib des Berges. Da muss ich gucken, also muss ich nochmal in den Berg der Allmutter zurück. Da habe ich nämlich auch eine Energiequelle übersehen. Da muss ich mal schauen, wie ich das, dass ich die Energiezelle, dass ich die kriege. Könnten wir eigentlich jetzt mal eben machen, ne? Dafür muss ich nach Mutterkrone, glaube ich, war es. Älter. Siedlung. Das ist Mutterherz. Mutterherz, Mutterherz, Mutterherz klingt gut. Ist richtig? Ja, ne? Schauen wir mal. Dann können wir die Quests abgeben. Was ich nicht gesehen habe, ist echt bitter. Ich will kurz mal gucken, wie es heißt genau. Tempel der Allmutter. Ist doch ätzend.
Maschinen verdorben sind. Oh, keine Sorge, das merkt man sofort. Alle die Kunden sind zum Berg gegangen. Ich hoffe, das hier ist richtig, oder? Ja, ne? Müsste eigentlich... Da müsste eigentlich der Tempel sein. Dann gucken wir mal, ob wir da nochmal reinkommen. Wobei, ne, das sieht irgendwie... Glaube ich, ist das falsch. Wie bis zum Ende folgen? Gut. Als würde ihnen der Metallteufel böse Ohren einflüstern und... Nee, hier ist falsch. Das ist nicht richtig. Das hier dann? Mutters Wiege? Könnte auch sein. Bin dann irgendwie da über... eins der Tore rausgegangen. Ich bin nicht mehr das Südtor rausgegangen, oder? Gleich nochmal hier, Brutstätten, alte Ruinen und Ruinen und Unentdeckte. So, dann kann ich jetzt mal gucken. Nee, das ist irgendwie, da war ich ja jetzt schon drin. Wo befindet sich denn der Tempel der Allmutter? Mutters Wacht. Mutters Wiege. Mutterherz, da ist Rosts Grab, Mutters Wacht, dahin. Hier die Dinger, die muss ich auch alle irgendwie zerstören. Soweit ich sie finde. Ja, ich möchte einmal kurz mit dir handeln tatsächlich. Ist zu. Oh, ist zu. Finde ich nicht gut. Komm jetzt 12, gut. Und Sachen verkaufen. Verkauf. Verkauf. Verkauf, Verkauf. Gucken wir mal, welche verkaufen. Lure brauche ich jetzt auch nicht so viele. Das ist alles so wirklich interessant. Gut, da haben wir noch was. Verkauf, 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 Verkauf. Alles weg, bitte, danke. Rohstoffe. Ja, ihr habt nichts, was ich brauche. Gut. Das suche ich später noch. Moment. Kehrt zurück nach Mutters Wacht und in den Tempel. Beachtet, dass ihr nur nachts Zugang zur Stätte, tagsüber hingegen verschlossene Türen. Und wie kann ich jetzt warten, bis Nacht ist? Ne, speichern nutzt da nichts. Okay. Es gibt eine Errungenschaft dafür, dass ich die Dinger kaputt mache. Okay, es gibt irgendwie keine Möglichkeit zu warten, ne? Das ist okay. Was haben wir denn jetzt zeitmäßig? Ja, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge einfach mal. Ich versuche mal rauszukriegen, wie ich da reinkomme. Oh, das Wiege ist so. So, Mutters Wacht. Oh, das Wiege ist doch da vorne. Achso, es ist nur der Hinweis dahin. Da oben will ich nämlich hin. Da sind beim Berg auch so Viecher verteilt. Interessant. Und sollte ich hier keinen Weg reinfinden, also auch nachts nicht, dann sehen wir uns einfach in Meridian wieder, wenn ich die ersten Quests abgebe, beziehungsweise ja doch, Meridian erstmal da, können wir nämlich zwei abgeben. Dann gehen wir nach unten, machen das da weiter.
Ich denke, das wird ein Plan sein. Dann können wir da was abgeben, da was abgeben. Und ich erspare euch jetzt einfach mal den Ladescreen. Und entweder sehen wir uns halt im Meridian wieder oder wenn ich herausgefunden habe, wie wir da reinkommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Staffel.